Willkommen zurück, liebe Leute der guten Unterhaltung, was Pokémon Schwarz angeht. Ja, in der letzten Folge hat uns Camilla mal gezeigt, wo der Ziegenbock den Honig hängen hat. Und jetzt hängen wir halt so ein bisschen, ich sag mal, in der Luft. Deswegen müssen wir unsere Pokémon ein bisschen leveln. Ich hab mir gerade mal auf, wie geht's eigentlich meinem Pokémon? Ah, die sind noch alle ganz fit. Wunderbar. Da die alle noch weiterhin fit sind, können wir nochmal zur Route 4 gehen und ein paar Pokémon herausfordern. Zeigt euch Pokémon. Ein Ganoville erscheint und wir treten mit einem Ganoville an. Wer glaubt es denn kaum, hä? Was? Das war nicht fair. So, wir müssen natürlich hier mit Biss arbeiten. Was? Oh, er hat mich geslappt. Und tschüss. Das war ein Volltreffer, also kritisch. Ja. Und dann bekomme ich Hochmut und ja, mein Angriff steigt und viel EP gibt das auch nicht. Macht also keinen Sinn. Ich muss gucken, ob ich auf Route 5 schon komme. Beziehungsweise ich könnte in die Ruinen gehen. Kam ich in den Ruinen weiter, ist jetzt die Frage. Jetzt bin ich gerade voll in unentschlossen, ne? Wo renne ich jetzt am besten hin? Weil die meisten Pokémon halt wirklich schon gut entwickelt sind, was das Ganze angeht. Deswegen, glaube ich, machen die Ruinen am meisten Sinn. Oh. Oh! Ein Flampion. 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 Ein Sandsturm kommt auf. Ganz normal Biss. Kopfnuss. Oh. Ja, dann kriegst du halt eine Lehmschelle. Kabumm. Sehr effektiv. Mist, der setzt Kopfnuss. Was? Niemals! Dann nehmen wir den X-Fear X. Ah ne, Fair. X-Fair. So, Megasauger. Schön saugen. Oh. Okay. Das Problem ist, dass er nicht sehr effektiv. Aber egal. Damit ist er erledigt. Und wir wissen ja, dass wir gleich da vorne unsere Pokémon wieder heilen können. Von daher ist es erstmal egal. Aber krass war es schon. Eben mal einfach so, ne? Beschiss. So, er hier? Ja, mach mal mein Pokémon-Team wieder fit. Ein rauer Ort. Hast du genügend Heilmittel? Ich brauche kein Heilmittel. So. Natürlich wollen wir jetzt da mal gucken, wie wir da weiterkommen in diesem tollen Ding hier. Was auch immer das hier zu bedeuten hat. Aber warte mal. Er hat doch gesagt, dass ich da nicht rüberkomme. Komme ich da vielleicht mit dem Fahrrad rüber? Nein. Der reißt mich voll von meinem Fahrrad runter. Blödes Ganoville. Ganoville, mach den Ganoville fertig. Warum? Warum hat der so einen Vorteil? Ja, gut, Sandgrab.
Was? Alter, dann setze ich jetzt auch sein Grab ein. Also ich muss da dann auch mindestens 16 Schaden nehmen. Mindestens. Okay, ich habe nichts gesagt. Gewissheit. Okay. Und er auch. So. Nochmal Sandgrab. Komm. Nein! Das gibt's nicht. Und er macht jetzt noch kritischer Treffer, ne? Nein, hat er doch nicht. Aber trotzdem, das ist schon echt böse. Und tschüss. Krasse Sache. Nein! Das geht nicht. Moment, wo bin ich denn jetzt? Erneut ein wildes Ganovil ist erschienen. Anscheinend gibt es hier einen Geheimgang. Ja, komm, den tragen wir jetzt zu Grabe. Ha, ha, ha. Kritisch, Volltreffer. Oh, schade. Okay, dann wechseln wir mal das Pokémon. Ja, Darkling, der würde, glaube ich, den Ganovil... Feuer, Erde. Ich hätte jetzt ein Wasser-Pokémon gut gebrauchen können. Nehmen wir X4. Expert. Sollte nicht effektiv sein. Dachte mir schon. So, aber ich komme jetzt mit dem Megasauger. Das ist sehr effektiv. Okay, also hier unten sollte ich dann doch eher hier die anderen Natura-Pokémon benutzen, aber erstmal Trank, welcher war denn das? Nee, stopp. Ah, Supertrank. Einsetzen. Genau. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Beleber gefunden. Da komme ich nicht hoch. Hier geht's hoch. Dann komme ich dahin. Doch auch komisch, oder? Ach Mann, ich wollte doch Professor David austauschen. Ja, komm. Wir wechseln einfach schnell das Pokémon, hat sich das. Komm, der Kev kann noch ein paar Erfahrungspunkte gebrauchen. Erfahrungspunkte. Die Paarungspunkte, kennt ihr die? So. Krankenhieb, Kev Game. Und die Flinkklaue Procknar, das ist doch super. Polterknecht. Nicht zweimal hintereinander eins. Ach so. Dann Egelsam. Kein Ding. Nebenschelle. Zwei. Tja. Okay. Genauigkeit sinkt, das ist mir egal. Du kriegst jetzt erstmal durch den Egelsamen schön. So, ich darf die nicht zweimal hintereinander einsetzen. Das heißt, jetzt darf ich ihn wieder einsetzen, ne? Nein! Das war nicht fair. Ja, Genauigkeit sinkt. Das ist das Problem, ne?
Ah, der Folterknecht ist ja noch aktiv, genau. Dann Kratzer. Und tschüss. Volltreffer. Das wilde Ganoville wurde besiegt. So, und ich sollte mal ganz kurz dann doch das Pokémon wechseln. So, und schön raus. Da komme ich runter. Es muss also noch einen zweiten Weg geben. Ein wildes Ganoville ist erschienen. Möchte uns wieder herausfordern. Und wir kommen mit unserem Kev-Game und hauen ihn jetzt erstmal ein. Mit dem Rankenhieb über den Schädel. Oh, schon wieder Folterknecht. Ernsthaft? Dann halt Egelsamen. Beide fehlen daneben. Echt, das Sandkrab erwischt mich. Ach Mist, Folterknecht. Ah ja, ich hab's verstanden. Ach ja. Machen wir ihn halt so platt. Pandas erreicht Stufe 24. Schön. Okay, also da bin ich falsch. So, und was war hier? Hier war auch nichts. Das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn dann lang? Irgendwas habe ich übersehen. Irgendwas ganz Wichtiges. Oh, dieser Bedroher, aber gleich am Anfang, der geht mir sowas von auf den Nerv. Krankenhieb. Gewissheit. Ja, gut. Oh. Gewissheit hat ganz schön reingehauen. Die Lebensstelle interessiert mich nicht, die ist mir egal. Das nächste Ganoville ärgere ich mal hier ein bisschen mit anderen Sachen. Krabum. Okay, den haben wir besiegt, aber ist immer noch die Frage, wie komme ich denn da runter? So, danke. Geh nochmal da runter. Ah! Ein wildes Gan. Oh. Nein, ein wildes Makabaya. Aber auch da denke ich mal, dass der Kev-Game das entsprechend umsetzt, dass wir ihn besamen, bepflanzen. Okay. Danke. Ein Volltreffer. Würde ein. Was ist denn Mumie, bitteschön? Ja. Rankenhieb. Ein Volltreffer. Okay, gut, passt. Nee, da komme ich nicht lang. Ist voll doof. Das gibt's nicht. Ich komme da nicht lang. Da muss es irgendwie einen Trick geben. Ein wildes Ganoville. Das gefällt mir schon besser. Los, Kev G. LP. Ja, der Bedroher, komm. Den kann er sich sonst wohin stecken.
Ganoville hat die Attacke abgewehrt. Das ist ja doof. So. Nochmal. Danke. Folterknecht stört mir nicht. Das da finde ich viel besser. Weil ich damit nämlich dann schön 6 EP, HP bekomme. Ja gut, Rankenhieb. Blinkklaue prockt. Haha. Oh, ist fehlgeschlagen. Und du gibst mir auch nochmal HP. Ach, kann ich ja jetzt nicht, ne? Dann Kratzer. Und tschüss. Das ist ärgerlich. Ich komme da nicht lang. Nein! Auf dem Ausgang. Das Ganoville, das wird jetzt sliden müssen. Steck dir deinen Bedroher sonst wohin. Liebes Ganoville, wir setzen den Egelsamen ein, bepflanzen ihn damit. Er gibt uns seine HP und damit ist Ruhe. Lebensschelle zieht ab. 2. Dann mache ich mir jetzt mal keine Sorgen, denn durch die Egelsamen bekomme ich wieder 6 dazu. Oh, 7 sogar. Jetzt ziehe ich den Rankenhieb ein. Folterknecht war klar. Ja, ist nicht schlimm. Ich bekomme nochmal 6. Das ist gut so. Also so kannst du dir das Pokémon richtig gut regenerieren lassen. Und den Kratzer, komm. Was? Ernsthaft? Ernsthaft, der hat mit einem HP überlebt. Hat sie jetzt eh erledigt, komm. Krieg ich jeweils 6 aufgeladen oder nicht? Nee, nur 1, schade. Hat Nintendo dran gedacht. Gut, so, ja. Wie gesagt, ich muss jetzt noch meine Pokémon ein bisschen leveln. Leider weiß ich jetzt nicht, wie ich da weiterkomme. Sobald ihr jedenfalls irgendwelche Vorschläge habt, Anregungen, Wünsche, schreibt es mir auch ruhig in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Rede mit mir. Tschüss.